Nein, das ist eine Konsequenz dessen, dass ich unbedingt wollte, dass die Sache sehr lesbar ist. Und von Anfang an habe ich ja auch schon beim Ulis Narda, beim Ewigen Kalender, hat es ein Großdatum gegeben. Und dann bei der Emiash Watch, also bei der Emiash Uhr, hat es ja auch, wenn möglich, so groß wie möglich eben dieses Fenster mit den Datumsanzeigen. Und im Rahmen dieser Datumsanzeige bei der Museumsuhr habe ich dann einige Sachen erforscht, die eigentlich beim Optiker geschehen, über diese E-Tabellen. Und ich wollte einfach herausfinden, wie groß müsste eigentlich eine Zahl sein im Zifferblatt drin, damit sie ungefähr gleich gut lesbar ist wie die Analoganzeige der beiden Zeigerstunden und Minuten. Und da hat sich ergeben, dass im Prinzip das Fenster ungefähr in der Höhe 2/3 des Durchmessers des Zifferblattes haben müsste. Und das ist konstruktiv nicht machbar, also wenn die Lesbarkeit gleich stark sein sollte. Und da habe ich dann eigentlich gewusst, bei der Emiash-Uhr und bei den Großdaten ist das ungefähr zwischen 1:10 und 2:10 bis 2,5:10, vielleicht 1/4:4. Wobei ich eben lieber eine 1:1 Größe gehabt hätte. Und das wurde mir dann sofort klar, als ich diese Untersuchung gemacht habe. Also über Zahlen geht das nicht. Also wenn ich eine gleich gute Lesbarkeit haben will, dann muss ich es ebenso analog machen. Deswegen bin ich dann auf die Punktereihe gekommen, wo der Punkt, wenn möglich, gut sichtbar ist und der ist nicht ganz, ganz genau gleich gut lesbar wie die Zeiger. Hingegen bereits ungefähr 1:2 oder noch besser. Also, aber nicht 1:1, da kommt es nicht hin. Aber da bin ich schon sehr nahe an dieser ähnlichen Lesbarkeit. Deswegen habe ich mich für Punktereihen entschieden, die außen rum gehen. Nun kam das Problem aber, wie kann ich das analog lesbar machen? Und da war auch wieder klar, das muss mit den Winkeln, die der Punkt zum Zentrum oder zum Zentrum der Zeiger hat, ablesbar sein. Und das kann in dem Fall nur so geschehen, wie die gewohnte Ablesbarkeit der 60 Minuten. Weil man kann auch ein Zifferblatt ohne Einteilung, nur mit Stunden- und Minutenzeiger, schon sehr gut lesen, weil man sich sehr daran gewöhnt ist. Aber wenn ich jetzt den Punkt in diese Runde hineinbringe, dass er eben ungefähr dieselbe Einteilung hatte, dann kann ich nur mit 30 arbeiten, also mit der Hälfte der 60er Einteilung, und habe dann aufgrund der Richtung des Punktes kann ich feststellen, welches Datum das ist. Mit den Index natürlich zusammen, die auch recht deutlich sein sollten. Und deswegen habe ich mich entschieden, eine 30er Reihe zu machen. Das heißt, es war auch eine Anregung eines Kunden, wäre das nicht möglich, anstatt 31 rundherum, weil die kommen dann ganz knapp in Konflikt mit der 30er-Einteilung oder mit der 60er-Einteilung, eben die 30er-Einteilung zu machen und zu sehen, ob ich eventuell am Schluss dieses 31:1 auf dasselbe Niveau bringen kann. Deswegen hat es dann schlussendlich eine Spirale ergeben mit den Punkten, wo der 31. dann über dem 1. ist und der 31. auf den 1. zurückfällt mit dem Punkt. Also das war das Ziel, die gute Lesbarkeit.